Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Ihnen geht die Luft aus. Sie kommen aus der Puste, das könnte an zu wenig Kondition liegen, ist vielleicht auch der Fall, aber es könnte auch eine ganz andere Ursache haben, nämlich auf eine Herzschwäche hinweisen. Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde und ich freue mich auf meinen Gast. Privatdozent Dr. Tobias Schmidt ist da. Herzlich willkommen. Er ist Chefarzt für Kardiologie am Asklepios Westklinikum hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schmidt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Steigen wir gleich ein. Luftnot und das Herz. Wie hängt das zusammen? Ja, das ist eine super Frage, denn in den meisten Fällen denkt man, wenn es um Luftnot geht, an die Lunge. Genau. Und nicht an das Herz unbedingt. Ja. Und das Herz und die Lunge sind aber zwei Partner, die genau sich darum kümmern, dass wir genug Luft haben. Das Herz pumpt das Blut, was Sauerstoff angereichert ist. Die Lunge nimmt sozusagen den Sauerstoff auf. Also die beiden müssen im Einklang sein. Kommen die aus dem Takt und nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz, kommt es zur Atemluft, zur Luftnot und das merken die Patienten relativ häufig. Achso, und die merken das bei leichter Anstrengung, beim Treppensteigen schon oder wann? Genau, also in den allermeisten Fällen ist es, dass es so am Anfang so ist, dass man unter Belastung das merkt. In den schwereren Fällen gibt es aber auch schon die Luftnot, die dann in Ruhe besteht. Also da sind wir dann schon im Endstadium, aber in den allermeisten Fällen geht es ja am Anfang langsam los und dann entwickelt sich eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche und diese führt zur Luftnot und die ist am Anfang unter Belastung dann der Trigger, wann man Luftnot bekommt. Und gehen die Patienten, die Betroffenen, dann doch zügig zum Arzt oder verschleppen die das doch, weil sie denken, naja, jetzt bin ich nicht gut in Form oder ich habe eine verschleppte Erkältung oder und wie lange dauert es, bis man aufs Herz kommt als Ursache? Das ist genau der Punkt. Ab und zu sind wir auch, dann können wir erst eingreifen, wenn schon das erste und zweite Stadium schon überholt ist und wir im dritten und vierten Stadium sind. Und es ist so, dass natürlich, wenn wir frühzeitig eine Diagnose stellen, das ist genau wie bei Krebserkrankungen, je früher wir die Diagnose stellen, je früher haben wir auch die Chance zu behandeln. Mhm. Und es gibt ja unterschiedliche Ursachen. Und wenn wir die Ursachen frühzeitig bekämpfen, haben wir auch bessere Chancen. Das war schon ein guter Übergang zur Diagnostik, denn die Frage ist ja, wenn dann jemand kommt mit der Luftnot, wie stellen Sie fest, was los ist? Wie läuft die Diagnostik ab? Genau, also unsere kardiologische Diagnostik ist ja meistens so, dass wir einmal uns erstmal klinisch den Patienten angucken und auch einmal so eine Anamnese machen, weil meistens kann man daraus eine ganze Menge herauskitzeln. Sagen die Patienten zum Beispiel, oh, ich habe so einen unregelmäßigen Puls gemerkt, dann können wir natürlich darauf hindeuten, dass es vielleicht eine Herzrhythmusstörung gibt, die dann auch eine Luftnotsymptomatik verursachen kann. Deswegen müssen wir schon so ein bisschen mit den Patienten sprechen, auch wann tritt das Ganze auf. Schwindel wären auch Möglichkeiten, die zu einer Luftnot führen können oder die sozusagen die Vorboten von einer Luftnot sein können, von einer Herzschwäche sein können. Das müssen wir erst ein bisschen erfragen und wir gucken uns den Patienten an. In allermeisten Fällen merkt man die, kann man den Patienten die Luftnot ansehen oder sie erzählen es auch. Und es gibt auch mal dickere Beine, das heißt so Beinödeme, so nennen wir das Ganze. Ja. Und wenn die Beine dann dicker sind, ist das auch ein Hinweis darauf, dass das Herz nicht schafft, das Blut richtig gut zu pumpen. Und es sind also dann wahrscheinlich vornehmlich ältere Patienten, die zu Ihnen kommen? Es sind natürlich vornehmlich ältere, das ist klar, weil die Ursachen, die zu einer Herzschwäche führen können, das sind Rhythmusstörungen, eine koronare Herzerkrankung, auch unklare Situationen können zu einer Herzschwäche führen. Also wir nennen das dann, wir unterscheiden das dann in Kardiomyopathien, also Herzschwäche-Stadien und Herzschwäche-Untergruppen. Und dann natürlich auch Klappenerkrankungen. Ja. Und diese Erkrankungen, die ich gerade aufgezählt habe, die treten häufig im höheren Alter natürlich häufiger auf als im jüngeren Alter. Aber es könnte natürlich auch ein jüngerer Patient sein mit einer genetischen Disposition, wie es heißt. Ja. Vollkommen korrekt. Gerade gestern habe ich einen Patienten gesehen, der im Alter von 15 Jahren... Also ganz jung, Jugendlicher. Ganz jung, ja. Eine schwere genetische
Herzmuskelerkrankung diagnostiziert bekommen hat. Der war jetzt 24 und hatte jetzt nämlich genau diese Symptome, dicke Beine, sogar auch Wasser im Bauch, Luftnot. Der war zum Glück schon gut vordiagnostiziert. Ja. Aber das ist natürlich, es kann in Ausnahmefällen auch mal jüngere, genetisch bedingte Ursachen haben. In den allermeisten Fällen sind es aber, muss man auch klar sagen, die älteren Patienten, auf die das zukommt. Aber die Frage ist, ab wann sagen wir alt? Ist es 80 Jahre, 70 Jahre? Ja, eben, das verändert sich auch ein bisschen, ne, demografisch. Korrekt. Und leider auch mit der Adipositas, mit dem Zuckerkonsum, sind wir natürlich mit der koronaren Herzerkrankung, der KHK, so wie wir die nennen, sind wir natürlich relativ frühzeitig auch dabei, dass die Leute auch frühzeitiger Herzinfarkte kriegen. Und die führen dann auch wieder zu einer Herzschwäche. Das ist sozusagen die zentrale Erkrankung in der Kardiologie, kann man sagen, ne? Die Herzschwäche. Richtig. Weil viele Sachen, die das Herz aus dem Takt bringen, ob es die Rhythmusstörungen sind, ob es die Klappen, die wie Ventile funktionieren, wenn die nicht mehr richtig schließen oder nicht mehr richtig aufgehen, oder auch die Versorgung durch die koronare Herzerkrankung, wenn die Sachen nicht richtig funktionieren, dann kommt es zu einer Herzschwäche. Das heißt, es ist schon auf jeden Fall ratsam, frühzeitig, wenn man unter Luftnot leidet, dass abklären zu lassen vom Arzt des Vertrauens. Und es lohnt offensichtlich auch zu wissen, ob die Eltern oder Großeltern koronare Vorerkrankungen hatten. Vollkommen richtig. Also das ist natürlich auch dann so ein bisschen unsere Aufgabe als Kardiologen, auch solche Sachen zu erfragen. Gab es das vorher? Aber wir erleben es natürlich immer wieder, dass wir Patienten haben, wo wir sagen, wie war das denn mit den Eltern? Und die wissen das gar nicht. Und die sagen dann, oh ja, super, dass wir einmal nachgefragt haben. Mhm. Ich habe jetzt mal meine Eltern gefragt und das stimmt, der hatte das doch im früheren Alter. Also wo wir dann doch auf so genetische Dinge abzielen können, wo wir dann auch frühzeitiger Cholesterintherapien beginnen können, um eine gewisse Prävention auch für diese Herzerkrankung zu machen. Ja, wenn es jetzt aber sozusagen schon ein bisschen fortgeschrittener ist und später ist es natürlich die Frage, Gretchenfrage, wie behandelt man das? Und auch da gibt es verschiedene Optionen. Man würde ja immer erstmal denken, Medikamente vielleicht. Das ist ja das Einfachste. Das ist das Einfachste und ist aber auch das, was unsere Standardtherapie ist. Das muss man auch klar sagen. Also in den allermeisten Fällen können wir, wenn die Stadien noch nicht so fortgeschritten sind, gewisse Teile von Herzrhythmusstörungen mit Medikamenten behandeln. Wir können Bluthochdruck mit Medikamenten behandeln. Mhm. Wir können auch eine Herzschwäche, die sozusagen, wenn der linke Herzmuskel, der sozusagen das Blut für den gesamten Körper pumpt, wenn der schwach wird, dann können wir den auch mit Medikamenten unterstützen. Da haben wir relativ gute und viele Medikamente schon zur Verfügung. Wir müssen natürlich klar diagnostizieren, was ist die Ursache, warum das Herz schwach geworden ist. Und das ist eigentlich so ein Routineablauf in der Kardiologie. Wir würden immer ein EKG machen. Das heißt, wir schauen uns immer an, was macht der Herzrhythmus. Wir machen einen Herzultraschall, Herzecho nennen wir das auch, und untersuchen, ob das Herz dann irgendwelche Einschränkungen hat, verdickte Herzwände hat, Klappenerkrankungen hat. Das können wir alles in einem Herzultraschall sehen. Und wir nehmen uns auch Herzmarker, die wir im Blut bestimmen können, mit heran, um dann zu sagen, ja, diese Luftnot, die wir am Anfang auch besprochen hatten, kann ja auch von der Lunge kommen. Ja. Und die können wir durch gewisse Herzmarker sozusagen im Blut auch ganz gut differenzieren. Das ist das NT-proBNP, das ist ein Herzmarker, ist dieser sehr hoch. Ist es eine Belastung für das Herz? Ist dieser sehr niedrig und jemand hat schwere Luftnot? Müssen wir auch mit unseren Kollegen aus der Lungenabteilung, den Pulmonologen natürlich auch zusammenarbeiten und sagen, vielleicht ist das eher jemand, wo wir da nochmal nachschauen müssen. Verstehe. Und für wen ist dann eine Operation das Mittel der Wahl? Wenn Sie sagen, die medikamentöse Therapie ist erstmal sozusagen Goldstandard, das versucht man erstmal. Bei wem ist dann ein Eingriff doch sinnvoll? Genau, also wir haben natürlich auch die Herzchirurgie, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, sehr eng kooperieren. Das ist auch total sinnvoll. Warum? Weil wir gewisse Erkrankungen haben, wie Klappenerkrankungen. Mhm. Die können wir relativ schlecht mit Medikamenten behandeln. Haben wir ein Ventil, das kennen wir von zu Hause, haben wir Ventile, die kaputt sind, können wir nicht das Wasser einfach runterdrehen. Ja. Das funktioniert nicht, sondern dann muss das Ventil getauscht werden. Und genauso ist es am Herzen auch. Wir müssen Herzklappen zum Beispiel reparieren. Dafür sind gerade bei jüngeren Patienten Herzoperationen möglich und notwendig. Ja. Wir können heutzutage erfreulicherweise ganz, ganz viel auch per Katheterverfahren machen, sodass wir nicht nur
das OP-Risiko bei den jüngeren Patienten sozusagen akzeptieren können, sondern auch bei älteren Patienten das Ganze per Katheterverfahren wunderbar. Also viel schonender, als wenn man jetzt alles öffnen müsste. Es gibt natürlich für jede Verfahren immer Vor- und Nachteile, das muss man so sagen. Aber es ist nicht ganz so kreislaufbelastend wie eine Herzoperation. Und wir müssen natürlich auch, wenn wir eine schwere koronare Herzerkrankung haben, das heißt Verkalkung an unseren Gefäßen, die das Herz versorgen, dann ist eine Bypass-Operation, also vom Herzchirurgen, in vielen Fällen sehr sinnvoll. Und ein Herzschrittmacher, laienhaft gefragt, kann der auch helfen? Ein Herzschrittmacher kann auch helfen. Grundsätzlich die Grundfunktion eines Herzschrittmachers ist dafür da, zu langsame Herzrhythmen zu unterstützen bzw. auszuhelfen. Zu beschleunigen. Wenn das Herz zu langsam pocht, dann kann der wieder den Taktgeber machen. Aber, und das ist auch das Tolle, wir haben auch gewisse Geräte, das nennen sich CRT-Geräte, kardiale Resynchronisationstherapie. Das sind schon drei Zeilen voll. Ja, es sind auch drei Sonden, die wir haben, die das Herz nämlich gleichsam stimulieren und damit nicht nur den Taktgeber machen, sondern auch gerade bei einer Herzschwäche das Herz weiter unterstützen. Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wichtig für die Hörerinnen und Hörer ist auf jeden Fall, wenn etwas nicht ganz richtig schlägt und aus dem Takt gerät, dann sollte man es abklären lassen von Ihnen oder einem Ihrer Kollegen auf jeden Fall. Wie lange dauert so eine Behandlung dann, wenn ich dann sozusagen in Behandlung, in Therapie komme? Ja, also da müssen wir natürlich immer davon ausgehen, in welchen Stadien befinden wir uns. Wir haben immer für diese Luftnot in der Kardiologie vier Stadien. Die nennen sich NYHA-Stadien, dann dieses 1 bis 4. Und 4 ist die schwerste. Und wenn wir mit der schwersten Stufe anfangen, brauchen wir natürlich länger, um gewisse Ausgangssituationen wiederherzustellen. Wenn wir ganz, ganz frühzeitig eingreifen und erkennen, ja, bei gewisser Belastung gibt es Luftnot, wir erkennen, das liegt am hohen Blutdruck und wir können den einstellen, dann kann man das ja sozusagen auch gar nicht in einem Krankenhaus, sondern auch ambulant in Kooperation mit dem Kardiologen oder dem Hausarzt machen. Das geht meistens sehr, sehr gut. Wenn wir aber zu spät dran sind, dauert es natürlich länger und deswegen kann man nicht so eine ganz genaue Einschätzung machen. Es ist wie immer, je früher, desto besser eigentlich und desto besser die Chancen. Man spürt schon, die Herzmedizin ist eine Herzensangelegenheit für Sie. Warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden in der Medizin? Das ist immer eine gute Frage. Einerseits ist das Herz ein extrem schönes Organ, das muss man sagen. Nicht umsonst stellt es sozusagen eine Symbolik da, die viele erfreut. Insgesamt hat mich die Hämodynamik extrem, also warum kommt eigentlich das Blut durch unseren Körper an, das hat mich extrem fasziniert und hat mich dazu veranlasst, in diesem Bereich zu arbeiten. Und Medizin zu studieren überhaupt? Gab es da eine genetische Disposition? Eine genetische Disposition gab es nicht, weil also sozusagen in meiner Familie gibt es keine Ärzte, also das ist es nicht. Ich glaube, das war einfach eigenes Interesse. Ja, und hat sich in der Schulzeit schon herausentwickelt, dass Sie das machen wollen. Ehrlicherweise habe ich mal in der 4. Klasse einen Arzt im Schultheater gespielt. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Das kann ja schon prägend gewesen sein. Das kann natürlich ein Punkt gewesen sein, aber ich denke nicht der entscheidende. Ja. Sehr schön. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, das muss man leider sagen. In der Kardiologie ist man viel in der Klinik. Man arbeitet auch viel. Das muss da man hilft es, wenn das Spaß macht. Genau. Und es bringt in den allermeisten Fällen extrem viel Spaß. Und die meisten gehen sehr gerne zur Arbeit und machen das auch gerne. Das freut mich auch für meine Mitarbeiter, weil es ein tolles Fach ist. In meiner Freizeit bin ich sehr froh, dass ich zwei Kinder habe und eine Familie habe, eine Frau habe, mit denen ich viel Zeit verbringen kann. Die Freizeit, die ich dann noch habe. Und ab und zu versuche ich dann auch so Sportveranstaltungen wie Basketball und Fußball dann auch zu besuchen. Also. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über diesen Zusammenhang von Luftnot und Herzschwäche, der sich zunächst vielleicht nicht erschließt und man an die Lunge denkt. Und da haben wir jetzt gelernt, dass das eben auch am Herzen liegen kann und auf eine Herzschwäche hinweist und wie man sie behandeln kann. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.